Mein Kollege Michael Krohns ist in Aachen. Guten Morgen, Herr Krohns. Was steht in diesem neuen Aachener Vertrag? Oh, da steht eine Menge drin. 16 Seiten ist er lang. Und es sind eigentlich alle Bereiche der Zusammenarbeit darin erwähnt. Die Wirtschaftspolitik, die Steuerpolitik, die Finanzpolitik. Es gibt in der Politik selber auch die Vereinbarung sehr intensiver Begegnungen und Absprachen und Koordinationen. Es ist eigentlich ein Vertrag, der das vertieft, was wir vor 56 Jahren im Élysée-Vertrag gesehen haben und was sich natürlich in den letzten 56 Jahren auch entwickelt hat zwischen Deutschland und Frankreich. Sie haben das eben sehr schön in dem Beitrag zeigen können. Es geht vor allen Dingen, und das ist auch ein Engagement von Emmanuel Macron, darum, diese Zusammenarbeit auch natürlich bei den Bürgern zu verstärken. Es geht ja nicht alleine darum, das auf höchster Staatsebene zu tun, sondern vor allen Dingen auch bei den Bürgern eine Menge mehr Nähe zu erreichen, die natürlich da ist. Wir haben keine Grenzen mehr zwischen Deutschland und Frankreich, glücklicherweise. Und wir haben eine enge Zusammenarbeit in der Wirtschaft und in der Politik ohnehin. Aber genau das soll noch einmal vertieft werden. Geben Sie uns doch mal einen Einblick, was da heute in Aachen jetzt tatsächlich passiert, ab nachher 10.30 Uhr. Ja, das ist ein großer symbolischer Akt. Es wird dieser Vertrag unterschrieben von Angela Merkel und Emmanuel Macron. Im Hintergrund bei mir sehen Sie das Rathaus. Das hat ja eine unglaubliche Geschichte hier. Das sind Gebäude, die hier unter Umständen bis zum Dom 1200 Jahre alt sind. Es ist eine Stadt, Aachen, die nicht nur eine große historische Bedeutung hat, sondern die auch am Dreiländereck liegt. Es ist zwar nicht Frankreich nebenan, aber immerhin die Benelux-Staaten, Belgien und die Niederlande. Also das ist eine europäische Stadt und das ist auch eine Stadt, die sich sehr europäisch versteht und auch so lebt. Und insofern ein sehr guter Ort, an dem dann, wie gesagt, in dem Saal oben die Unterschriften gemacht werden und so im Grunde eine Stunde lang dann eben auch diese zweite Ebene behandelt wird, nämlich die Bürger. Man wird hier einige Meter von hier in eine Schule gehen. Angela Merkel und Emmanuel Macron werden dann mit Bürgern, mit Schülern hier diskutieren über diese deutsch-französische Freundschaft und die Zusammenarbeit. Das soll schon ein großer symbolischer Akt sein, 56 Jahre, nachdem man im Élysée-Vertrag diese deutsch-französische Freundschaft begründet hat. Und man muss ja noch einmal darauf hinweisen, und das muss man, glaube ich, immer wieder sehr deutlich sagen, das ist eine Zusammenarbeit zwischen Ländern, die Feinde waren, die Kriege miteinander geführt haben und nicht nur einen. Und insofern ist es noch einmal eine Betonung dieser deutsch-französischen Freundschaft auch als mehr oder weniger Friedensvereinbarung und Bestätigung dieses gemeinsamen Friedens. Michael Krohns, vielen Dank nach Aachen. Wir sehen uns noch mal in unserer Sendung um 10 Uhr. Da sprechen wir sicherlich noch mal ein bisschen detaillierter über alles.